Hallo zusammen und willkommen bei Whisky Space. Heute bin ich das erste Mal in der bekannten Whisky-Region Campleton, Campletown unterwegs, auf der Halbinsel Kintyre und habe für euch den Springbank 10 mitgebracht. Ich habe hier nur ein kleines Sample von Simple Sample. Da habe ich mal ein paar mehrere Samples bestellt und habe das kostenlos dazu bekommen und ich habe mir gedacht, Springbank ist ja wirklich ein Brett und den verkoste ich jetzt heute mal vor der Cam. Springbank kennt ja jeder, die Abfüllungen gehen durch die Decke, die Nachfrage ist enorm, das Angebot ist momentan leider ziemlich gering, weil Springbank ist ja gerade so berühmt, weil sie noch eine eigene Melzerei haben und alles von Handarbeit machen und auch der Ausstoß nicht so extrem groß ist, wie es bei anderen Brennereien. Und sie schmecken halt auch einfach geil, die Whiskys. Ja, die Verfügbarkeit ist echt momentan nicht wirklich gut. Den 10er hier, den Springbank 10, den gibt es noch in ein paar Shops. Da beläuft sich der Preis zwischen 45 und 65 Euro. Der 15er, 18er oder die anderen Abfüllungen, also die gehen quasi durch die Decke, wenn man sie überhaupt noch bekommt, vom Preis her. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe mir das aufgeschrieben, gegründet 1828. Wie gesagt, die Brennerei liegt auf der Halbinsel Kintyre. Ist die Westküste und da ist die größte Stadt eben Campletown. Da gibt es mittlerweile nur noch drei Brennereien. Ganz früher gab es da locker so um die 35 Brennereien. Mittlerweile sind es nur noch drei. Springbank, dann Glengyle und Glen Scotia. Und ja, das ist auf jeden Fall ein absoluter, ja, ihr werdet es wissen, wenn man nach Schottland geht und sich für Whisky interessiert, dann ist Campletown auf jeden Fall ein Besuch wert. Und jeder will da eigentlich mal hin und sich das anschauen. Dieses alte Familienunternehmen da, Springbank, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit mit Voranmeldung da für eine Woche mal so ein Praktikum machen mit dem ganzen Melzen und dem ganzen Prozess. Also das ist schon... ist schon eine coole Sache. Der Nachteil ist daran, dass die Sache zu cool ist und deswegen werden die Preise explodieren und die werden auch nicht weniger. Das wird noch steigen, leider Gottes. Ja. Bei Springbank gibt es ja drei verschiedene Marken, die produzieren. Das ist einmal der Hazelburn, dann eben der Springbank, der immer leicht rauchig ist. Und der stark rauchige ist dann der Long Row, also die Long Row Abfüllungen. Ich habe heute jetzt diesen Einsteiger, den Springbank 10, der übrigens letztens bei Whisky Chasen bei dem Blind Tasting für leicht rauchige Whiskys den ersten Platz gemacht hat. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wenn ich ihn unvoreingenommen verkoste. Die Abfüllung selbst ist ohne Farbstoff, also bei Springbank immer ohne Farbstoff und nicht kühlfiltriert. 46 Volumenprozente, Ex-Bourbon und Sherry. Und ja, schenken wir den doch mal ein. Ja, ich hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, so den 15er mal zu probieren, der ja wirklich von allen, ja, sehr gelobt wird. Sag ich mal. Aber auch der 10er, also er hat so einen speziellen Charakter, der Springbank. Und das macht ihn aus, so dieses maritime, leicht rauchige und fruchtige Aroma. So. Schauen wir mal, was er in der Nase sagt, der Springer 10. Gibt es sonst noch irgendetwas zu erwähnen? Eigentlich habe ich jetzt schon alles gesagt. Ach ja, genau, vielleicht noch die Halbinsel Kintyre, die liegt direkt neben Arran. Und ja, es ist eigentlich eine Mini,
Mini-Städtchen, dieses Campbelltown. Ich glaube, 5000 Einwohner haben die. Eigentlich besteht da fast alles nur aus diesen drei Brennereien, kann man sagen. Und sehr idyllisch. Ich war noch nie da. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal. Mal gucken. Gut, dann halten wir mal die Nase rein. Frucht. Also sehr schöne Frucht, leichte Raucharomen. So ein fruchtiger Rauch. Als wenn man, ja, so, keine Ahnung, so einen Apfel, eine Birne anzünden würde und dann der Rauch hochkommt. Aber auch das Maritime, Salzige habe ich. Eine Kiwi habe ich ganz stark. Das habe ich auch selten im Whisky. Kiwi? Na, echt schöne Kiwi, aber auch Karamell habe ich jetzt. Jetzt habe ich hier auf der Seite die Bourbon-Aromen auf jeden Fall da. Die Eiche, die Würze. Ah, sehr schön. Leichte Vollmilchschokolade habe ich. Sehr, sehr schöne Nase auf jeden Fall. Diese Fruchtaromen gepaart mit dem leicht harmonischen Rauch und aber auch den Bourbon-Noten. Schöne Sache. Dann beißen wir doch mal rein. Slanche. Wow. Stark, starker Antritt. Aber eine wunderschöne. Also der Alkohol, der schiebt ganz schön. Die 46 Volumenprozent, die sind schon da. Vielleicht habe ich auch einen zu großen Schluck genommen gerade. Puh. Aber der Rauch im Mund ist super fruchtig. Kiwi, Apfel, Birne. Da hatte ich gerade sogar, was war es? Eine Stachelbeere. So eine richtig fruchtige, aber so eine lilane schon. Salz, Pfeffer, auch Karamell. Schön langer Abgang. Schön, die Würze verteilt sich komplett am Gaumen. Schön, echt. Ich finde, da ist es wirklich eine super geniale Mischung zwischen dem Bourbon, Sherry und dem Rauch. Und diese Kombination, die passt da wirklich super. Schauen wir nochmal. Super. Wirklich. Auch würzig. Schön, schön würzig, kräftig. Vollmundig. Leicht rauchig, aber der Rauch ist präsent und schön da. In Verbindung mit der Frucht. Aber auch diese Bourbon-Noten mit Karamell und ja, Vanille nicht unbedingt, vielleicht so ein ganz leichter, heller Honig. Sehr schön.
für den 10-Jährigen, also klasse. Gibt, glaube ich, wenige 10-Jährige, die so gut sind. Also er war schon beim letzten Blindtasting, wie gesagt, da war er ja auch schon wirklich herausragend und hat alles überdeckt von seiner Fruchtkomponente, die im Mund da rausströmt mit dem Rauch. Super cooles Teil, also dem Springer 10, dem gebe ich eine 90, eine 1-. Also für den 10-Jährigen absolut klasse. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Das ist eine 90, eine 1-, der ist wirklich super. Und ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der 10er schon 90 hat und dann der 15er, der 18er und dann gab es noch, glaube ich, einen mit Madeira. Ich weiß gar nicht, ob das der 21er war, ich weiß es nicht genau. Also Springbank macht schon geile Sachen. Leider weiß es mittlerweile jeder. Das ist eben der Nachteil, dass die Preise natürlich steigen werden und die Verfügbarkeit auch immer geringer wird. Ja. Also wenn ihr noch einen Springbank 10 besorgen könnt, macht das auf jeden Fall. Der ist auch, wie gesagt, zwischen 45 und 65 Euro habe ich ihn gesehen. Also der ist auch 65 Euro wert, auf jeden Fall. Kauft euch da so eine Buddel. Super, super schön, auf jeden Fall. Joa, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Lasst mir gerne ein Like da. Oder hier unten auf den Button abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in alter Frische beim nächsten Mal wieder hier bei Whisky Space. Macht's gut, bis dann. Ciao.